Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing, denn ich habe die My Little Box wieder abonniert, weil ich sie unbedingt haben wollte und habe, glaube ich, jetzt bloß einen Monat ausgesetzt gehabt. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch heute die Box von Juni, denn die habe ich mir noch ganz schnell bestellt, bevor der Juni vorbei war. Und ja, sie kam an und ich finde sie mega cool und die werde ich euch jetzt zeigen. Die My Little Box, wer meine anderen Unboxings noch nicht gesehen hat, hat nicht nur Beauty-Produkte, sondern Accessoire-Produkte, Wohn-Accessoires und Beauty halt. Und ja, es besteht immer aus Accessoire-Produkten und Beauty-Produkten, genau. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Und zwar kam es diesmal in so einem Säckchen. Und zwar heißt die Edition Summer Night. Und so wie ich das mitgekriegt habe, gibt es jedes Jahr im Sommer eine kleine Tasche. Und dieses Mal ist auch eine Tasche dabei. Die ist hier drin. Ich mache das große Säckchen mal auf. Ich finde übrigens die Säckchen auch immer voll praktisch. Ich habe die nämlich von den anderen Boxen auch schon verwendet. Und dann kommen wir hier zu der Box quasi. Es ist alles in der Tasche, die zeige ich euch aber zum Schluss. Und ich würde sagen, ich zeige euch die Produkte, die hier drin sind. Und zwar haben wir hier drei Produkte. Und zwar fangen wir an mit diesem Produkt hier von My Little Beauty Scrub Me Tender. Und zwar ist das ein Kopfhaut- und Körperpeeling mit Kokosnussmark und Rizinusöl. Dieses zarte Peeling kribbelt sanft auf Haut und Haar, bringt frischen Wind in deine Mähne und rubbelt deine Haut streichelglatt. Also das hier ist quasi ein Body Scrub bzw. sogar ein Hair Scrub, also kann man für beides benutzen, werde ich aber wahrscheinlich eher für den Körper benutzen und sieht so hier aus. Finde ich richtig cool, ich kann hier mal gucken, ob ich was rieche. Ja, riecht so leicht nach Kokosnuss. Weiß zwar nicht, ob man im Sommer groß ein Körperpeeling benutzen sollte, weil sonst rubbelt man sich ja eigentlich die Bräune ein bisschen weg. Aber ich werde es mir auf jeden Fall aufheben und dann später verwenden. Dann haben wir was von Eucerin drin und zwar eine Sunlotion mit 50% Lichtschutzfaktor. Und ja, pflegt empfindliche Haut und schützt vor sonnenbedingten Hautschäden. Steht großzügig vor dem Aufenthalt in der Sonne auftragen. Übermäßiges Sonnenbaden stellt ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. Also es ist quasi wie eine Sonnencreme. So sieht es aus. Und werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich benutze zwar eigentlich nicht 50 als Lichtschutzfaktor, weil das mir ein bisschen zu hoch ist. Aber ich werde es mal testen und ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Und dann haben wir noch dieses kleine Produkt hier und zwar von Caudalie. I don't know. Und zwar ist das ein... Hier steht aber kaum was auf Deutsch drauf, aber das ist, glaube ich, ein Reinigungsgel für das Gesicht. Instant Forming Cleanser, ja, fürs Gesicht, genau. Da muss ich mich nochmal belesen, aber so sieht das aus und hat eine praktische Größe fürs Verreisen, was ich sehr, sehr cool finde, werde ich mir dafür auf jeden Fall auch zurücklegen. Das waren die drei Produkte, die zu der Box gehörten und dann hatte ich aber noch mit einem Rabattcode, den ihr auf der Seite findet oder gefunden oder den man dort finden konnte. Mit diesem Rabattcode konnte ich mir noch drei Sachen von Clinique sichern quasi. Und ja, die habe ich quasi dazu bekommen. Und da haben wir einmal, das ist irgendwie eine Augencreme. Da muss ich mich auch nochmal etwas belesen. Die sieht so hier aus. Clinique ist ja auch eine richtig gute Marke. Und ja, das ist dann hier in so einem kleinen Gefäß, was auch sehr gut und praktisch zum Verreisen ist. Dann habe ich noch ein Make-up Remover, was ich auch sehr cool finde, vor allem auch wieder die Größe, richtig gut zum Reisen. Ja, das ist einfach ein Make-up-Entferner und der sieht so hier aus. Dann war noch von Clinique das hier dabei und zwar ist das eine Mascara, finde ich auch mega cool, ich liebe ja Mascaras. Ja. Und ja, das ist eine schwarze Mascara, auch in so einer kleinen Größe. Ja,
Das ist die kleine Mascara, auch richtig, richtig cool. Und dann waren hier noch zwei Karten dabei, denn die Tasche ist in Zusammenarbeit mit Natch und Nin. Und ja, genau, da ist hier noch wie so ein kleines Interview drin und diese Karte. Und hier gibt es noch, hier sind noch so ein paar Tipps drauf für den Sommer. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Hauptprodukt oder zu der Hauptsache von dieser Box. Und zwar geht es um diese kleine süße Handtasche hier. Die hat hier auch noch einen Riemen. So sieht die Tasche aus. Sie hat, wie gesagt, hier noch so ein Goldriemen. Und die kann man hier drinnen dann halt auch noch zumachen. Sie hat hier auch noch eine kleine Tasche. Und ja, das ist halt so eigentlich so eine Mini-Tasche, sage ich mal. Mega praktisch, wenn man abends unterwegs ist. Hier passt das Handy und das Portemonnaie rein und das war's. Und dann kann es losgehen. Und ja, finde ich mega cool. Und ja, finde ich einfach mega cool. Soll ich sagen, die ist richtig cool. Und ja, das war die My Little Box von Juni. Und ja, ich fand sie mega cool. Ich habe sie mir hauptsächlich bestellt, weil halt eine Tasche dabei war. Und ja, ihr findet den Link von My Little Box in der Infobox. Da könnt ihr natürlich auch mal gerne vorbeischauen, falls euch das interessiert. Und ja, dann hoffe ich, ja, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox und am Ende des Videos. Und dann würde ich sagen, um nichts mehr zu verpassen, müsst ihr einfach auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss!